Grüezi, Servus und Hallo, Swiss hier. Einen schönen guten Morgen an alle Zuschauer. Wir sind bei der Ranger auf dem Weg zur Lexington. Und Ranger, ich muss mir den Spaß mal einfach erlauben, per Definition Beruf. Wildhüter erfassen im Schutzgebiet vorkommende Pflanzen und Tiere und dokumentieren mögliche Veränderungen des Naturraumes. Außerdem achten Ranger darauf, dass die Besucher zum Schutz der Pflanzen und Tiere, die im Schutzgebiet leben, auf den Wegen bleiben und ihre Hunde anleinen. Letzteres finde ich ganz wichtig. Die Hunde anleinen. Wir lassen die Hunde los. Wir leihen sie nicht an. Und ja, unsere Ranger wird vom Herrn Ernest King kommandiert, geleitet von den Herrschaften Tanaka und Dufournet. Torpedoschaden und HE-Schaden. Basisfähigkeit, ich komme vorbereitet. Dann haben wir Flugverbotszone, Notleistung, versteckte Bedrohung. Burn, Baby, Burn und unten vollständig verpackt, obwohl ich sagen muss, das mir persönlich noch nie allzu viel gebracht. Da eigentlich selten, wenn es brennt, irgendwer in meiner Nähe war. Und ich muss sagen, der Job als Ranger ist ein richtig hartes Brot. Und das werden wir jetzt auch sehen. Und ich werde dann noch ein bisschen was dazu erzählen, wie so ein Weg von der Ranger zur Lexington, das wird bei allen anderen Flugzeugträgern genauso sein, richtig schwierig wird. Da möchte ich noch sagen, wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch bitte ein Like, einen netten Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo da. Oder teilt das Video doch mit Freunden, die vielleicht dann ein Abo bei mir machen, damit der Kanal ein bisschen wachsen kann. Das fände ich wirklich sehr liebenswert von euch. So, also, wie es mit der Ranger gelaufen ist, wie ich Flugzeugträger im grundsätzlichen spiele und überhaupt und sowieso, das gucken wir uns jetzt gleich an. Film ab. So, da sind wir im Gefecht auf Norden. Und ich kann euch eins sagen. In dem Moment, wo ihr entscheidet, Flugzeugträger zu fahren, rutscht ihr auf die Most Wanted Liste Platz 1 in jedem Spiel. Ausnahmslos. Ihr werdet von allem gejagt, was der Gegner zu bieten hat. War alles schon passiert. So, wir gucken auf die gegnerische Mannschaft. Eine Öland, eine Asachio, eine Benson, eine La Galacionnaire, eine New Orleans, Warspite, Tennessee, P. Heinrich und eine Serov. So, 5 Sechser. Alle drei Zerstörer sind Sechser. Das heißt, sie sind uns überlegen, was ihre Stärke angeht. Aber wir sind Ranger, wir sind Wildhüter, müssen unseren Job machen. So, ich fahre meine Karre erstmal vorsichtshalber nach hinten. Ich weiß, viele beschreiben, hey, fahrt mit eurem Flugzeugträger, eurem Team hinterher, ihr seid schneller im Kampfgebiet. Damit haben sie auch recht. Aber ich habe herausgefunden, dass meine Einschätzung der Fähigkeit des jeweiligen Teams sehr ungenügend ist. Und dementsprechend, wenn ich mich entschieden habe, hinterher zu fahren, war ich genauso schnell weg wie mein Team. Darum, ich lasse es. Aber trotzdem gehe ich meinem Job nach. Also, wir sollen Wild dokumentieren und den Leuten das Wild zeigen. Dafür müssen wir es finden. Wenn wir es finden wollen, müssen wir es suchen. Flugzeugträger haben wir schon gefunden. Ich habe gemeint, ich schicke dem eine Staffel entgegen, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Aua, das war mein Ellbogen. Und welches Wild suchen wir denn immer als erstes? Genau. Den gemeinen Zerstörer, auch genannt DD. Die kleine Nervensäge, die schießt und beißt und kratzt und Torpedos schmeißt und überhaupt und sowieso das ganze Team wuschig macht. Ne? Die suchen wir als erstes. Also, wir haben die Asachio gefunden. Die hat in meinen Augen noch eine relativ soziale Luftabwehr. Treffen tun wir sie trotzdem nicht. Aber wir setzen sie in Bewegung. Wir halten sie offen. Das ist für mich immer ganz wichtig. So lange wie möglich meinem Team das Ziel geben und mein Team macht das richtig gut. Sie nehmen sie Postwänden unter Feuer. Und durch das ich sie anfliege, ja, gehen meine Flieger flöten. Habt ihr absolut recht. Aber es passieren solche Sachen wie hier, dass sie mal beacht, dass sie sich verfährt, dass sie sich falsch stellen muss, mehr Angriffsfläche bietet, was auch immer. Haltet die in Bewegung. Immer. Oder haltet sie zumindest offen. Wobei das mit dem Offenhalten so ein Thema ist. Denn, hier kriege ich Besuch. Das finde ich übrigens auch immer schön. Die Gegner können immer alles abwerfen. Wenn ich das probiere, rotzt die mir meine ganze Staffel runter. Anyway. Gut, also, wir suchen das Wild. Asashio ist raus, das heißt, sind noch zwei übrig. Dann gehen wir mal gucken. Zweiter Tipp. Seht ihr auch in vielen Videos. Splittet eure Staffeln auf. Das heißt, löst jetzt einen Angriff aus, schmeißt die zwei Torpedos ins Nirvana, die zwei Flieger gehen zurück auf euren Flugzeugträger und füllen euren Hangar wieder auf. Habe ich jetzt hier nicht gemacht oder mache ich jetzt hier nicht? Und das ist schon nicht unbedingt so wahnsinnig clever. Wir werden gleich sehen, warum.
So, also die Asashio hat eine relativ humane Luftabwehr, können wir also hiermit festhalten. Kann aber auch an der Kapitänskillung liegen. Das, was jetzt kommt, hat mit Human nichts zu tun. Das ist schlicht und ergreifend grausam. Das ist weder ein Schlachtschiff, noch ein Zerstörer, keine Kelly, noch ein Kreuzer, keine California, kein AA-Monster. Das ist die Öland. Der gemeinste der gemeinen DDs überhaupt bis jetzt. Weil ein Anflug, vier Flugzeuge weg. Noch Fragen? Also da müsste als Ranger auf der Hut sein. Die beißt und kratzt, aber richtig derbe. Und die ist sich bewusst, dass sie beißen und kratzen kann. Ja, da waren es fünf weg. Und gleich sind sechs weg. Also, keine gute Idee. Oder eben doch, weil ich kann nicht anders. Ist ein innerer Drang. Ich bin Teamspieler immer. Wenn ich im Kreuzer unterwegs bin, Schaden austeilen auf Gott und die Welt und als Flugzeugträger spotten. Ich will ja meinen Kunden was bieten. Ich meine, ich bin der Herr des Nationalparks. Wenn nicht wir, wer dann? Ja, viele DDs sind mittlerweile auch sehr vorsichtig, was ihren Vorwärtsdrang angeht. Ist völlig klar, ne? Man muss sich ja bewusst sein, was kommt einem da entgegen? In welcher Funktion ist der stärker wie ich? Geht er früher auf, geht er später auf? Ist ein Gunboot, ist ein Torpedoboot. Mit was habe ich da überhaupt zu tun? Was hat der für Concealment? Hat der Sonar? Hat der vielleicht sogar Radar? Ich weiß gar nicht, ob es einen Zerstörer mit Radar gibt, aber könnte ja sein. Wäre ja mal der Hammer, oder? Und wenn man sich da nicht sicher ist, bin ich ganz ehrlich, wenn ihr einen Flugzeugträger habt, der spottet, seid ruhig mal eine Stufe vorsichtig und nutzt Deckung als DD. Ja? Fahrt nicht einfach nach vorne, ohne zu wissen, was da ist, und lasst euch wegrotzen, ist keinem gedient. Und ehe wir uns vergessen, wir haben zwei verloren, sie haben zwei verloren. Also ist nur einer übrig. Und ich habe mir gedacht, das wird sicher die Öland sein. Jo. Jetzt wollte ich meinem Team sagen, hey, nehmt doch bitte B ein, weil B ist frei. Da ist nix, ja. Da habe ich einen Aufklärer gesehen. Da habe ich gedacht, gehen wir mal gucken, ob da ein Flugzeug dazugehört. Aber das war offensichtlich schon weg. Und gut, also haben wir bis jetzt eigentlich einen guten Job gemacht. Die haben schon vier Schiffe verloren und wir erst zwei. Gut. Dann hat sie gelesen, gemäß Beschreibung, wir sollen auch dafür sorgen, dass die Reisegruppe auf dem Weg bleibt und die Hunde eingeleint sind. So, meine Reisegruppe ist auf dem Weg, der Gegner hat seine Hunde aber nicht angeleint, also müssen wir sie verwarnen. Das heißt, wir müssen die Hunde anfliegen. So. Und wie in der Natur auch, es gibt große Hunde, kleine Hunde. Das ist mein großer Hund. Und wir treffen sogar. War jetzt nicht der Bilderbuchanflug, aber wir haben getroffen. Und wie ihr seht, habe ich den Angriff jetzt abgebrochen. Kein zweiter Anflug, mein Team zurückbeordert. Warum? Es spottet auf dem Rückweg. Ganz wichtig, ja? Zu so einem Zeitpunkt, in der Mitte vom Spiel, müsst ihr noch nicht eure Staffeln opfern, sondern macht lieber einen Angriff, spotten, ein Angriff fliegen, wieder nach Hause. Ja? Habt ihr schneller und mehr Schiffe wieder auf dem Pott? Guckt mal unten rechts, wir haben bis jetzt drei Torpedoflieger. Ich habe jetzt gerade zwei zurückgeschickt. Vom Minimap seht ihr, wo die fliegen. Und achtet drauf, was nachher passiert. Die Staffelgröße von den Torpedofliegern, wie schnell die wieder um zwei wächst. Und wechselt halt auch immer ab. Bombe, Torpedo, Bombe, Torpedo, Bombe, Torpedo. Ja. Außer in Extremis. Habe ich es auch schon gemacht, dass ich gesagt habe, Bomben bringen mir ja nichts, ich brauche Torpedos. Dann macht das schon, aber das ist ja tendenziell, sollte das eher am Ende vom Spiel passieren und das ist nicht mehr ganz so wichtig. So, wir haben unterdessen C eingenommen, B noch nicht, das ist sehr gut, das heißt, wir halten jetzt zwei Caps, ganz wichtig. Und ich wollte jetzt gucken, warum unser Kreuzer so hartnäckig geradeaus fährt. Und wenn Kreuzer hartnäckig geradeaus fahren und ihnen so weit entgegenkommt wie da, nämlich eine Staffel, dann sind die meistens auf der Suche nach einem gegnerischen CV. Ich sag's mal so. Kreuzer sollen und dürfen das gerne machen, wenn sie die Möglichkeit haben. Weil ich verliere jetzt gleich wieder Flugzeuge, das ist die Öland. Aber eigentlich sollte der Kreuzer mir jetzt helfen, auf das Viech da Einfluss zu nehmen. Und zwar aus der Sicht dessen, Negative. So, machen sie auch. Sehr schön. Leider Gottes bleibt die Wirkung aus. Ich probiere sie wieder in Bewegung zu halten. Ja. Mit mäßigem Erfolg, hä? Aber immerhin können wir eine Murmel abwerfen. Jetzt muss sie reagieren. Ja, sie muss jetzt irgendwas tun. Ausweichen links, ausweichen rechts.
Und mit solchen Paniktorpedos, die so fürchterlich unsinnig geworfen werden, macht er teilweise mehr Schaden, als er glaubt. So, also die Jungs da vorne wissen, die Öland ist da. Ist ganz wichtig. Kreuzer und Schlachtschiffe, wenn auf ihrer Seite grundsätzlich alles erledigt ist und sie haben die Chance, den Zivi anzugreifen, macht's. Womit ich immer so ein bisschen Mühe habe, ist mit der Szenerie, dass ich in DD ein Herz fasse und sage, ich rutsche jetzt einfach an Freund und Feind vorbei und jag den Zivi. Warum? Weil er uns im Moment nicht von Nutzen ist. Und gerade am Anfang vom Spiel, wo es ja darum geht, die Caps einzunehmen, und die Gegner zurückzuwerfen, zurückzustoßen, ist es schon ein bisschen doof, wenn einer fehlt. Ja? Vor allem, wenn es die Strong Side ist. Ich erlebe das aber immer wieder zu Genüge, dass ich rumgeflogen bin und gedacht habe, scheiße, es sind noch zwei DDs um. Also das sind so die Lieblingsspiele von mir. Drei, vier oder sogar fünf DDs, da weiß ich immer ganz genau, ich bin der Erste, der draußen ist. Weil bei vier und mehr DDs ist ganz klar, irgendeiner fasst sich ein Herz und sagt, ich jag den Zivi. Und den seht ihr auch in etwa, wo wir sind, weil wenn unsere Flugzeuge starten, seht ihr das ja auf der Minimap. Also das heißt, der muss gar nicht so lange suchen. Ja, der muss einfach nur meinen Fliegern folgen. Und das ist unangenehm. Ja? Und natürlich hat man in dem Moment keinen Bodyguard, der in der Nähe vom Zivi ist, weil unsere Jungs fahren ja vor. Nun gut, das einfach nur als Gedankengang. Aber grundsätzlich, feel free, macht es so, wie ihr das wollt. Ich persönlich mache es jetzt so. So, also, noch haben wir ein relativ ausgewogenes Spiel. Aber wir haben zwei Caps. Der Gegner nimmt jetzt mittlerweile A ein. Aber wir haben schon schön Punktevorsprung erarbeitet. Und das ist ganz wichtig. So, da ist die Serov. Naja, Kreuzer und ein Schlachtschiff gegen Flugzeugträger. Wollte ich gerade sagen. Ist meistens sehr kurz und sehr schmerzlos. Genau, gute Arbeit. So, was ist jetzt unser Job? Halt den Leuten mal sagen, meine Staffel wurde entdeckt. Also passt up, da ist irgendwo ein Schiffchen. Ne? Auch wenn man noch keins sieht. Oder ich zumindest nicht. Auch das dürft ihr ruhig mal machen, weil, macht Sinn. Unser Job ist es jetzt, B zu halten, denn es geht jetzt gleich um B rund. Was klar ist, A haben sie jetzt eingenommen. Unterdessen ist das Spiel schon von Schiffen her enger geworden. Ich weiß schon wieder ganz genau, was vor mir ist. Ja, die Luftabwehr kenne ich. Und ja, wir müssen sie einfach in Bewegung halten. Und ich sage es im Vorfeld, ich war hier noch nicht so geübt in Sachen DD-Bekämpfung. Ausfälle kriege ich immer wieder mal hin. Aber das Treffen gelingt mir erst so seit ein paar Tagen, sofern derjenige welche mitspielt. Was wir natürlich nicht alle tun. Also drum, ein guter DD-Fahrer, ich meine, die haben ja auch exorbitante Ruderstellzeiten von unter 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden, teilweise unter 2. Da ist es schon schwierig, ja. Man kann Gas geben, Gas wegnehmen, möllala, die haben alle Möglichkeiten. Und trotzdem gelingt es mir hin und wieder, angeschossene Tiere zu erlegen oder gesunde Tierchen mal anzuschießen. Hört sich jetzt ein bisschen nach Tierquälerei an. In unserem Fall ist es aber eigentlich sehr teamdienlich. Denn unsere Hobbyjäger wollen ja auch was zu schießen haben, ne? So. Also, und jetzt ist auf B genau das passiert, was ich gesagt habe. B verteidigen. Denn solange die das nicht vollkommen eingenommen haben, kriegen sie auch keine Punkte. Erst wenn das ganze Ding rot ist, dann zählt es für den Gegner. Wir haben jetzt einen Treffer gelandet, entweder auf dem Kreuzer oder Schlachtschiff, weil beim Zerstörer kann ich es mir nicht vorstellen. Wir gehen mal gucken, was los ist. Und helfen mit, das Cap zu halten, zumindest mal so lange, wie es geht. So, die Tennessee ist für mich jetzt im Moment gar nicht so wahnsinnig anmachend, weil ich habe das Gefühl, hier ist was ganz anderes im Busch. Tata, der Kreuzer. Genau. So. Und Kreuzer, Damage Dealer Number One, hä? Sehr beliebt bei Freund und Feind, probieren wir jetzt dazu zu bewegen, das Cap zu verlassen. Das heißt, wir werfen unsere Torpedos ab, mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, dass sie treffen. Aber sie muss sich bewegen. Und, oh, guckt euch das mal an, Leute, ey. Wisst ihr, so sieht das bei uns im Winter aus, wenn es Sturm schneit. Ja? Wenn der Sturm so waagerecht oder diagonal an euch vorbeizischt und ihr ihn voll in der Fresse habt. Und euch die ganze Visage einfriert. Kennt ihr das Gefühl schon mal gehabt? So beim Skiurlaub oder so, oder vielleicht im, ne? Ganz tolles Gefühl, wenn er irgendwie sagt, mein Gesicht ist taub. Wo ist die nächste Schlägerei? Hab eh keine Schmerzen im Moment. Das ist so das Gefühl, oder? Und das ist schon, das ist wirklich so ein bisschen unbefriedigend, ja?
und nimmt auch ganz, ganz viel Spaßfaktor. Also ihr müsst euch schon bewusst sein. Flugzeugträger fliegen ab Stufe 5 heißt, ihr müsst Eier in der Hose haben und ihr müsst euch opfern. Noch und noch. In jedem Spiel, in praktisch jedem Spiel müsst ihr euch opfern, müsst ihr euren Job machen, der in meinen Augen sehr spannend ist und auch für mich sehr viel Sinn ergibt. Klammer auf, solange das Team mitspielt, Klammer zu. Aber eben, wie ihr oben rechts seht, reich werdet ihr nicht. Und drum sage ich, es ist ein knüppelharter Weg, diese 210.000 Schiffs-EP abzuliefern, damit ihr auf den 7er kommt. Hier haben wir mal einen Treffer auf New Orleans, gut so. So, sie haben jetzt B komplett eingenommen, aber wir haben knappe 200 Punkte Vorsprung. Wegen den Schiffen. Ich bitte jetzt um Hilfe, weil die New Orleans kommt mir doch relativ nah. Ich bin da hinterm Berg. Und denke mir jetzt gerade so, fahr mal ganz vor. Die Seerov ist ja weg. Und ich sage es, wir haben ein gutes Teamplay gehabt. Mein Ruf wurde erhört. Die New Orleans wird beschossen. So, ich betreibe jetzt hier noch ein bisschen Landschaftsbau. Ne, für die nächsten Skiferien eine neue Piste anlegen. So soll's sein. So, genau, rechts ist alles klar. Die New Orleans war links, da ist sie. Aber hier kommt schon die finale Salve und down she goes. Sehr schön. Und somit haben wir wieder Punktevorsprung. Also die Kombination, erstmal die Caps halten, bringt ganz, ganz viel. Und das ist immer das Ziel, ja? Also eigentlich vorm Schaden machen Cappen. Punkte. Der Rest kommt meistens von alleine. Und ich habe schon so viele Spiele in Unterzahl gewonnen, aber wir hatten gecappt. Ist genauso befriedigend, wie in Überzahl zu gewinnen. Ja. No. Und da das Spiel jetzt mehr oder minder gelaufen ist, gönne ich mir jetzt ein Späßchen und sage, komm, jetzt dürfen meine Torpedoflieger mal auf ein richtiges Ziel. Ne? Hier haben wir jetzt den den großen Zerstörer, den großen Schlachtschifffahrer. Meine Güte, Deutsch für Du hat mich auch geholfen. Auch bekannt als BB oder Doppel-B. Großes, mächtiges Tier. Eindrucksvolle Waffen. Aber halt schwerfällig. Wie es mit dem Großen halt so ist. Aber zum zweiten Anflug kommen wir nicht. Haben das Gefecht gewonnen. Das war es auch schon zum Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer alles Liebe, alles Gute. Bleibt gesund und munter. Und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Macht's alle gut. Euer Swiss. 3, 8 Erfahrung ist doch nicht so schlecht.